Oh, Entschuldigung. Kein Problem. Oh nein! Oh nein! Soll ich Ihnen helfen? Nein, das geht leider nicht. Ach, diese Noten sind nach einem ganz komplizierten System geordnet. Da muss ich jetzt aufpassen, dass ich nichts durcheinander bringe. Ach so. So gut es geht. Ja, dann kann ich Ihnen nicht helfen, oder? Nein. Es sei denn, Sie können singen. Singen? Ja. Ich bin Chorleiter hier in der Gemeinde. Gerade auf der Suche nach weiblichen Altstimmen. Nein, ich bin keine sehr gute Sängerin. Ach, das macht nichts. Heute Abend hatten wir gerade eine Jubiläumsfeier. Ein paar von unseren Sopranstimmen können echt gut backen. Boah, mit jedem Bissen, den ich esse, klingen ihre Stimmen fantastischer. Hier, möchten Sie mal kosten? Danke, nein. Hausgemacht. Klingt, als ob Sie eine Menge Spaß miteinander hätten. Ja, Obwohl ich diese Feiern in unserer Kirche nicht so gerne mache. Ich muss dann immer Mädchen für alle spielen. Klingt, als ob Sie sehr beschäftigt wären. Womit sind Sie beschäftigt? Ja, mit dem üblichen, so Beruf, Familie. Wie viele Kinder haben Sie? Ich habe eine Tochter, sie ist 6 Jahre. Sie singt übrigens leidenschaftlich gern. Oh, wirklich? Ja, das würde ihr bestimmt gefallen. Sie ist ein Tausendsasser. Mein Mann liebt das. Klingt, als ob Sie eine tolle Familie hätten. Ja. Ja, meine Familie ist wirklich toll. Was machen Sie beruflich? Ich bin Immobilienmaklerin. Macht Spaß? Ja. Ich arbeite seit 8 Jahren für diese Firma. Das ist eine lange Zeit. Heutzutage, ich meine... Ja, es ist ein sehr guter Job, ja. Und, was hat Sie heute aus dem Auto getrieben? Wie bitte? Ja, ich habe Sie in den letzten paar Wochen hier ein paar Mal im Auto sitzen gesehen und ich frage mich einfach, warum Sie jetzt diesmal ausgestiegen sind. So, ich hab nicht bemerkt, dass mich jemand beobachtet hat. Nein, nach der Chorprobe, als ich Sie zugesperrt habe, habe ich Sie ein paar Mal gesehen. Ja, zuerst dachte ich einfach, Sie warten einfach auf jemanden, aber nach einiger Zeit wurde mir klar, dass Sie einfach nur das Terrain sondieren. So, das Terrain sondieren, also, so würden Sie das nennen. Wie würden Sie es nennen? Ja, ich weiß nicht. Wahrscheinlich meinen Frust ablassen oder so. Wo steckt denn Ihr Problem? Ja, genau das ist das Problem, ich weiß es nicht. Irgendetwas stimmt nicht, aber ich weiß nicht was. Mein Mann denkt, ich sollte mal Urlaub nehmen. Nein, mein Chef denkt, ich sollte mal Urlaub nehmen. Mein Mann denkt, ich bin emotional. Meine Freunde denken, ich soll das Leben nicht so schwer nehmen und... Und was denken Sie? Ich denke zu viel. Nein, ich denke, dass meine Ehe eigentlich okay ist. Ich habe einen Beruf, zu dem ich mich nicht jeden Tag hinzwingen muss. Ich habe ein Haus mit 5 Zimmer, ich habe einen Dackel, ich habe 2 Autos, ich habe einen Goldfisch. Das Leben ist perfekt. Klingt gut. Ja. Ja, warum fahre ich dann nachts um 21 Uhr in der Gegend herum? Rede mit einem wildfremden Menschen. Irgendetwas fehlt. Ich habe das Gefühl, als ob ich etwas verpasst hätte, aber ich weiß nicht was. Ich habe das Gefühl, als ob mir die Zeit zwischen den Fingern zerrinnt. Das ständige Nachdenken macht mich krank. Ah, es tut mir leid, ich weiß nicht, warum ich das jetzt alles erzähle. Nein, kein Problem. Ich habe Zeit.
Es ist, als ob ich in einem Zimmer sitze und das Licht langsam schwächer wird, als ob ich blind werde. Ich habe das Gefühl, dass es schon bald zu spät sein könnte. Ich werde bald nichts mehr sehen können, aber ich kann nichts dagegen tun. Ich kann das Problem nicht lösen. Und dann gehe ich raus und setze mich in mein Auto und fahre in der Gegend herum und manchmal lande ich hier. Und was passiert, wenn Sie hier landen? Ich sitze einfach da und warte. Ich warte, dass die Dinge klarer werden oder ich klarer sehe, was das alles soll. Waren Sie schon einmal da drin? Nein. Nein, ich gehe nicht zur Kirche. Ich bin nicht religiös. Ich war seit der dritten Klasse nicht mehr in der Kirche, außer bei Hochzeiten. Ja, aber jetzt sind Sie hier. Ja, wie ich schon sagte, zur Zeit macht nichts mehr Sinn. Ich sollte jetzt gehen. Ja. Falls Sie mal zu einem Gottesdienst kommen möchten. Wir sitzen immer, also ich und meine Familie, wir sitzen immer vorne links in der Ecke. Dort versuche ich, meine Probleme zu lösen. Und? Lösen Sie es? Manchmal. Nach einer gewissen Zeit. Vielleicht komme ich irgendwann. Ich würde mich freuen. Ich sollte jetzt gehen. Ja, ich muss auch los. Meine Frau macht sich sicher schon Sorgen. Sie denkt immer gleich, ich hätte einen Autounfall, wenn ich nicht pünktlich nach Hause komme. Also, gute Nacht. Gute Nacht. Und danke fürs Zuhören. Gern geschehen. Übrigens, Sie können immer gerne hierher kommen, wenn Sie möchten. Danke. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.